Heute will ich euch mal wieder einen Panzer zeigen, den man gar nicht so häufig sieht, und zwar den KV-5. Viele denken, wenn sie sich an den Premium-Panzer so entsinnen und welchen sie sich kaufen sollen, vielleicht bei Special Matchmaking noch an den IS-6 oder den WZ-111 oder den 112er oder sonstige Gefährten, aber den KV-5, den hat eigentlich immer ja eher weniger Leute auf den Zettel, und das ist ein bisschen schade, denn eigentlich ist es ein gut brauchbarer Panzer. Und er kommt halt höchstens in 9er Matchmaking. Also hier hat er natürlich jetzt richtiges Glück. Ist hier Top-Tier. 8er, 7er, 6er Gefecht. Da ist es natürlich ideal. Weil er darf auch nicht so hoch kommen. 219 Durchschlag ist schon ganz okay mit seiner Premium-Munition. Mit normal sind es nämlich nur 167. Und wir wissen natürlich alle, selbst 219 mit Premium, da würde jeder 10er oder die meisten 10er einfach nur lachen. Also von dem her ist es schon ganz gut so. Seine Panzerung selber macht ab und an sehr, sehr viel Spaß. Also die kann teilweise sehr viel blocken, außer wenn der Gegner hier diesen R2-D2 genannten Weak Spot für sich entdeckt. Ja, da kommt eigentlich fast jeder durch. Sofern ihr den gut verstecken könnt, könnt ihr auch richtig damit Damage tanken. Wenn ihr den richtig offen haltet, dann eben nicht. Also das ist so ein bisschen das Glück ist eigener Schmied. Die Art hier hat es schon mal reingesplasht, aber zumindest mal kein Damage gemacht. Das ist schon mal sehr wichtig für ihn gewesen. Den SP, der hat es hier ja sehr weit vorne versucht. Jetzt kommt er nochmal runter. Was macht er denn? Ja, den Kill, den lasst er sich natürlich jetzt nicht nehmen und macht ihn da noch weg. Also er hat hier eine kleine Show-Einlage für uns gemacht, kann man sagen. So, der T-150. Ja, noch ein bisschen runter mit der Kanone. Und weg damit. Sehr fein. Die Suche da hinten. Ich denke mal, die hat sich nicht wegbewegt, aber doch. Der Schuss ging hinten an den Stein. Also von dem her sieht man, hat nicht getroffen. Ja, und er hält jetzt auf jeden Fall nicht hinten an. Also er fährt natürlich schon vorne mit. Klar, als Top-Tier und Heavy-Tank sollte man jetzt auch nicht irgendwo snipen anfangen, sondern schon natürlich sagen, jo, hier bin ich. Ich bin der Russe, ich mache hier alle weg. Nenn mich Vitali. Oder nenn mich Ira Ivan. So. Ich weiß aber mit die schlechteste Imitation eines Russens, die man vielleicht machen kann. Ich gelobe Besserung und gehe in eine russische Imitatorschule. So, die Su. Ja, knapp. Kommt er da gut? Kommt er da? Ja, doch, der kommt da ganz gut drauf. Ja, kein Problem. Thunderbolt, der macht es gar nicht schlecht, muss man sagen. Gibt einen Schuss ab, fahrt wieder vor. Aber ich denke mal, der wartet jetzt hier einfach noch und holt ihn sich dann. Der Gegnerseite noch der Rheinmetall, den sollte man nicht unterschätzen. Und auch den RV hier hinten ins Kreuz zu bekommen, ist jetzt auch nicht so ganz toll. So, und der Thunderbolt hat das natürlich auch realisiert. Und auch der denkt sich dann, dann gebe ich dir auch noch einen. Jetzt kommt er gut drauf auf den RV. Klar, jetzt kriegt er sofort da sein Fett weg. Ja, auf jeden Fall jetzt hier auch nichts über
übertreiben, nicht jetzt zu stark auf den Gegner drauffahren, sondern hier ruhig machen lassen. Man liegt zwar mit 96 in Führung, aber das ist immer so trügerisch. Gerade der Rheinmetall, der jetzt hier ankommt, ich wollte gerade sagen, der ist irgendwo auch noch unterwegs. IS3 und RV, also hier jetzt hat er seine bösen Gegner gegen sich. Kommt der Rheinmetall darunter. Er hat leider gar kein HE dabei. Das bemängle ich dann doch ein bisschen. Also so 1, 2, 3 Granaten HE schaden nicht. Gerade so, wenn so jemand wie hier der Rheinmetall da um die Ecke kommt. Ja, und da geht er jetzt auch für ihn drauf. Da wollte ihn rammen. Aber mit Kette und drum und dran. Jetzt kriegt er hier nochmal ein bisschen Rammschaden. Ja, und das hat der Rheinmetall nicht gut gemacht. Da hätte er ihn nicht so auf sich fahren lassen dürfen. Und jetzt IS3... Aber auch der, ihr habt gesehen, 500 Rammschaden, der IS 58. Also das ist schon, was halt den KV-5 wirklich so speziell macht. Seine Masse unterschätzt jeder. Auch hier gerade der FV. Damit geben sie mir jetzt hier die Hitpoints, die er braucht, um sie wegzumachen. Und auch nochmal schön rückwärts gerammt. Also jetzt zeigt er hier nochmal wirklich die Rammqualitäten, die der Panzer mit sich bringt. Auch hier wieder noch mal ein bisschen Rammschaden gemacht. Also das summiert sich halt auch. Und damit ist er auch schon hinüber. Er hat in der Runde 4738 Damage gemacht, 3145 geblockt. Und am Schluss hat er einfach die Rammqualitäten dieses Panzers gezeigt. Und damit hat er auch ein paar Credits sich einfahren können. War jetzt vielleicht nicht die allerbeste Runde aller Zeiten. Aber ich fand es einfach mal lustig, auch mal wieder einen KV-5 zu zeigen, den man ja doch sonst eher seltener sieht. Und einfach auch mal wieder vielleicht vor Augen geführt bekommt, dass man ihn nicht immer rammen sollte. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Gramba.